GZSZ, Explosions Drama. Stirbt Chris den Serientod? Die Situation um Chris spitzt sich zu. Stirbt Erik Stehfest wirklich den Serientod bei GZSZ? Chris ist nicht aufzuhalten. Er will gegen Helblit kämpfen, um jeden Preis. Doch das endet nun im Drama. Muss Chris bei GZSZ sterben? Lilly und Chris fahren in die Helblit-Zentrale, um ihren Plan durchzuziehen. Anfangs scheint noch alles gut zu gehen. Doch dann der Schock. Die Acetylenflaschen fangen an zu brennen. Lilly schafft es, sich zu retten. Doch als die Polizei und die Feuerwehr auftaucht, ist Chris noch immer in dem Gebäude. Und keiner darf das brennende Haus betreten. Muss Chris also wirklich in den Flammen sterben? Selbst Polizei und Feuerwehr können sich keinen Zutritt in die Flammenhölle verschaffen. Erik Stehfest steigt aus. Schon vor einigen Wochen wurde bekannt, dass Erik Stehfest, der den Chris spielt, die Serie verlässt. Ich bin ein Reisender, meine Reise geht jetzt weiter. Ich werde aber niemals vergessen, wo ich herkomme, so der Schauspieler gegenüber RTL. Wie sein Ausstieg aussehen soll, war zunächst noch ein Geheimnis. Doch offenbar wird er den Serientod sterben, ein Comeback wäre damit ausgeschlossen. Erik Stehfest selbst untermauert mit einem Statement bei RTL die Gerüchte über einen Serientod. Ich finde es ganz wichtig, dass man einen Kreis schließt. Chris Lehmann ist als Aktivist in die Serie eingestiegen und mit dieser Lust, etwas in der Welt zu verändern, endet Chris GZSZ-Zeit jetzt. Klingt wirklich nach einem dramatischen Abgang.